Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Twine 2. Und ja, wir sind immer noch in dieser Pyramide hier und in diesem Tempel. Und hier wird es langsam düster. Und es gibt immer noch diese Goblins mit ihren Sicheln. Da kommt der nächste. Aua. Ihr seid nicht nett zu Damen und Freunde. Ihr seid ja auch keine guten. Aber ihr lasst euch wenigstens tot lesen. Okay. Das hier sieht aus wie ein Rätsel. Wie viele verschiedene Figuren gibt es? Gucken wir mal. Skorpion, Schlangen, Adler, Oktopus. Und du schießt wo drauf dann? Kann ich hier oben was drauf machen? Ja, kann ich theoretisch, aber bringt mir gerade nicht viel. Schwerkraftpfeil. So müsste er das runterziehen können. So. Komm, bleib unten. Komm, ich krieg keine Kiste hin, wenn du nicht bleibst. Okay, dann muss das eben anders gehen. Okay. Ach stimmt, du bist da noch ein Goblin-Kopf, ne? Wo könntest du hingehören? Hörst du auf den Auslöser? Oder kann ich dich da oben irgendwie reinstopfen? So. Jetzt bist du gefragt. Da durchschweißen geht schon mal nicht. Da müssen wir erst die richtige Kombination finden, würde ich meinen. Und da ist sie auch. Also Schlange und Skorpion. Komm. Schlange hier. Und Skorpion hier, oder? Genau, es geht da oben das Maul nämlich auf. Jetzt kann ich dich noch so drehen. So. Und Tor auf. Oh, es ist Nacht geworden mittlerweile. Seht, Sternschnuppen. Schön, mal nicht zu schwitzen. Es ist Nacht und wir sind in der Wüste. Es dürfte jetzt eisig kalt werden.
Ein Erdbeben! Wie wär's zur Abwechslung mal mit Flucht? Jetzt hat uns der Dunewurm verschluckt. Der Dunewurm. Nach dem Koboldangriff auf das Königreich wurden die Helden des Trine in eine ferne Einöde entführt. Die Reise der Helden durch die sengende Wüste hatte sie zu allem Überfluss noch in einen Verdauungstrakt gebracht. Ein riesiger Sandwurm war aus dem heimtückischen Sand gekrochen und hatte sie bei lebendigem Leibe verschluckt. Ja, wer weiß, wo wir wieder rauskommen. Also, wer schon lieber wissen... Zum Glück hatte der Wurm sie verschlungen, ohne zu kauen. Doch im Bauch einer Bestie zu landen, war dennoch wenig erbaulich. Trine! Ich verlange, dass du uns sofort retten kommst. Nur wegen dir haben sie Margaret überhaupt entführt. Wir finden einen Ausweg. Keine Angst. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ja, aber wir haben noch nie etwas Schlimmeres von innen gesehen. Ja, wir haben den Drachen gesehen. Als Endboss. Aber das stimmt schon, wir haben seinen Magen nicht gesehen. Aber gut, damit dürfte die Frage geklärt sein, wie sieht ein Dunewurm von innen aus? Oh, toll, das dürfen wir dann in der nächsten Folge weiter herausfinden. Ich würde mal sagen, die Magensäure ist tödlich. Ah ja, cool, wenn wir da drauf schießen, dann bläht sich unten was auf. Tolle Sache, oder auch nicht. Wir gar nicht wissen, woran wir uns hier festhalten können. Ja, auf jeden Fall sieht es alles ziemlich fleischig aus. Aber gut, in dem Wurm gucken wir uns in der nächsten Folge weiter um, auch wenn ich darauf gerne verzichten würde. Bis dann.